Mr. LaRotos. Welcome to LaRotos Entertainment. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch einmal ganz kurz, wie man ein bisschen mehr Dynamik in die eigenen Levels reinbekommt. Bei mir basiert das natürlich auf dem komplett zufallsgenerierten Levels, aber das kann man natürlich auch in starren Levels verwenden, um da ein bisschen mehr Abwechslung zu erzeugen. Ich starte mal. Achtet bitte dabei auf den Tisch. Noch sind vier Tablets zum Beispiel drauf und vier Tassen. Und jetzt ist es nur noch ein Tablet, eine Tasse und ein Blumentopf und ein Stuhl fehlt auch. Es waren vorher vier Stühle, wer es nicht gemerkt hat. Hier sieht man nochmal die Grundausrichtung. Vier Stühle, die stehen alle gerade. Kann ich aus der Perspektive hier vielleicht nochmal besser zeigen. Einmal ran. Also wirklich vier Stühle, genau gerade ausgerichtet. Die Tablets auch gerade ausgerichtet. Und die Tasse steht immer oben rechts vom jeweiligen Tablet aus betrachtet. Als ob dann jemand da sitzen würde, seine Kaffeetasse daneben stehen hat. Und wenn man das Ganze dann startet, werden immer unterschiedliche Kombinationen generiert. Ein paar Stühle fehlen, die Stühle werden verdreht, die Tablets werden verdreht und verrutschen ein bisschen, die Tassen ebenfalls. Und wenn ich jetzt immer wieder neu starte, seht ihr auch, was für Kombinationen da so vorkommen können. Und das bringt durchaus schon eine gute Dynamik rein. Auf dem Tablet sieht man auch, manchmal habe ich einfach per Skript dann das Material geändert und ansonsten die Rotation, die Position und bei einer bestimmten Zufallszahl wird das Objekt dann einfach gelöscht, sodass es nur eine gewisse Chance gibt, dass überhaupt ein Stuhl beispielsweise da ist. Kann man dann natürlich auch prozentual irgendwo festlegen, je nachdem wie man das programmiert. Und das finde ich eine ganz gute Sache. Das kann man natürlich nicht nur für so einen Tisch verwenden, sondern auch zum Beispiel steht überhaupt ein Cola-Automat da. Und wenn ja, wo genau? Oder soll der ein bisschen verdreht sein? Das kann man natürlich alles entsprechend festlegen. Ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. In dieser Testszene hier werden wir das einmal kurz zusammenbauen. Dafür brauche ich einmal den Tisch. Der hängt jetzt unter der Bodenplatte, obwohl ich auf die Bodenplatte ziele. Das liegt daran, dass der Mittelpunkt vom Tisch, also das Teil hier, einfach über dem Tischobjekt hängt. Das ist extra so, einfach für ein anderes Spiel gedacht, der Tisch. Aber das werden wir jetzt hier parallel mit beheben, obwohl der Mittelpunkt vom Tisch weiterhin da oben bleibt. Ist jetzt nicht weiter tragisch. Dann den Stuhl. Auch ähnliches Thema, steckt im Fußboden. Ich ziehe den ein bisschen höher, so ungefähr dürfte das hinkommen. Und mit F kann man übrigens immer das anvisierte Objekt hier ranzoomen oder das ausgewählte Objekt ranzoomen. Der Stuhl soll hier stehen in der Standardvariante. Beide Stühle markieren, also mit gehaltener Steuerungstaste. Beide auswählen, Steuerung C, Steuerung V, einmal hier rüber damit, dann um 180 Grad rotieren. Da möchte ich noch eine Kaffeetasse, einmal hier, steht jetzt auch wieder unten drunter, ziehe ich einmal hoch, so ungefähr. Und Steuerung C, Steuerung V, hier rüber damit. Jetzt wische ich mal den Tisch, genau die Tasse, auch hier, Steuerung C, Steuerung V und einmal dahin. So, jetzt möchte ich ja aus diesem Setting hier ein Objekt machen, dass man das immer weiter duplizieren kann, für eine Kantine zum Beispiel. Dafür brauchen wir hier Create Empty, ein leeres Game-Objekt. Also, das nenne ich jetzt auch Tisch. Und jetzt gucke ich erstmal, wo sich das befindet. Das schwebt jetzt auch über dem Boden. Das ist nicht gut. Wir wollen, dass das genau auf dem Boden ist, beziehungsweise unten an der Unterkante vom Tisch. Das ist auf Höhe 0. Also hier einmal auf 0 gehen, jetzt entspricht das genau der Höhe des Bodens und es soll von oben betrachtet mittig beim Tisch sein. Das kommt schon ungefähr hin, reicht mir an der Stelle, weil gleich wird ein neues Objekt, was man hier in die Welt reinwirft, genau an der Stelle ausgerichtet. Werdet ihr gleich sehen. So, das ist alles, was zum Tisch dazugehört. Ich habe jetzt die Steuerungstaste halt festgehalten, alles markiert, dann hängt man das unter den Tisch drunter. Dann kann man es auch zuklappen. Und jetzt möchte ich daraus ein sogenanntes Prefab machen. Das lege ich mir immer in den Resources-Ordner rein. Ich nehme den Tisch hier einfach hier unten rein und dann sieht man schon, hat er daraus Resources-Tisch.prefab gemacht. Und diese Prefabs
sind dafür da, um genau das zu tun, was ich vorhin angekündigt habe. Stellen uns vor, das hier wäre jetzt die Kantine, mit F wieder mal das Objekt in die Mitte geholt und dann kann man da die ganzen Tische hinstellen für seine Kantine. Das entsprechende Skript fügen wir jetzt in den Tisch hier ein, also nicht aus Versehen in irgendeins der Unterobjekte, sondern direkt in den Tisch. Einfach hier auf Add Component, New Script und das nennen wir jetzt Tisch-Zufall. Da ist es und das wird normalerweise hier in den Haupt-Assets-Ordner erstmal reingeworfen und ich verschiebe das direkt in Scripts, damit das hier schön aufgeräumt bleibt. Tisch-Zufall, das ist unser Skript und das möchten wir jetzt bearbeiten. Da sind wir drin. Und jetzt gucken wir erstmal, was wir davon überhaupt brauchen von dem Standardskript. Update wird einmal pro Frame aufgerufen, also pro generiertem Bild. Das brauchen wir gar nicht, das Update. Und Start. Start is called before the first frame update. Also nachdem das erste Bild gezeichnet wurde, vor dem ersten Update würde Start aufgerufen werden. Das brauchen wir auch nicht. Wir wollen ja die Stühle und Tassen bearbeiten, bevor das erste Bild gezeichnet wird. Dafür nimmt man dann wieder Awake. Und in Awake wollen wir jetzt einmal eine Chance festlegen. Dafür lege ich eine Int-Variable an. Integer, also eine Ganzzahl. Int Chair Zufall. Und die beträgt, sagen wir mal, 75%. Und das bedeutet für mich jetzt, dafür habe ich die angelegt, eine 75%ige Chance, dass der entsprechende Stuhl überlebt und nicht gelöscht wird. Das gleiche machen wir für die Tassen. Einfach jetzt Cup Zufall und dort setzen wir mal die Wahrscheinlichkeit auf 50%, dass die Leute ihre Kaffeetassen stehen gelassen haben. Und jetzt möchte ich das nicht fest verdrahten. Ich möchte jetzt nicht jeden Stuhl hier einzeln ansteuern anhand seines Namens, sondern ich möchte dynamisch alle Objekte, die unter Tisch hängen, hier durchgehen. Das ist eine sogenannte Parent-Child-Beziehung, also Eltern-Kind-Beziehung. Tisch ist hier Parent und die Childs davon sind die ganzen Sachen, die direkt darunter hängen. So, und dann machen wir das mal mit for each, also für jedes transform in, nee Quatsch, transform child in transform. Man muss wirklich darauf achten, dass man das erste transform hier groß schreibt und das zweite klein. Nicht vergessen. Ich gehe jetzt auch nicht darauf ein, warum das so ist. Das ist in der Syntax einfach irgendwann so entstanden. Hatte auch alles mit Sicherheit gute Gründe. Aber man muss erstmal ein bisschen damit klarkommen. Also, dieser Schleife hier geht da jetzt also wirklich alle vorhandenen Childs durch. Das kann ich auch nachweisen, indem ich einfach sage print child.name. Und dann müsste er mir jetzt in der Konsole alle Namen ausgeben. Wir warten mal, bis er hier unten aktualisiert hat. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Ich gehe mal auf Play. Normalerweise dürften in der Konsole jetzt die Namen der Objekte stehen. Genau. Super, das funktioniert. Dann einmal wieder rüber. Wir wollen ja nicht die Namen hier erfahren, sondern wir wollen, dass etwas passiert. Und zwar im Falle, dass es sich um einen Stuhl handelt. If child.name.contains. Sehr nützlicher Begriff im Übrigen. Und was contained der oder was enthält der? Wenn der Kindname das Wort Stuhl oder Chair in dem Fall enthält. Und das ist ja immer so. Danach kommt zwar noch Leerstelle, Klammer auf, 1, Klammer zu und so weiter. Aber Chair ist immer dabei, auch beim Chair hier, der heißt nur Chair. Man erwischt damit also alle Stühle einzeln. Und dann kann ich hier mal testweise sagen, es ist ein Stuhl. Dann nehme sogar nochmal den Child Name hier mit bei der Ausgabe. Dann kann ich nämlich sagen Child Name plus Doppelpunkt Leerstelle. Einmal aktualisieren lassen. Ihr werdet gleich sehen, was das für ein Ergebnis bringt. Ich gehe auf Play. Und jetzt meldet er sich nur bei den entsprechenden Stuhlobjekten. Hier ist ja Chair im Namen drin. Dann sagt er, es ist ein Stuhl. Bei dem Ding hier ist ein Stuhl, ist ein Stuhl, ist ein Stuhl. Wunderbar. Die können wir also einwandfrei identifizieren. Und jetzt machen wir nochmal das Ganze für die Tassen. Else, if, Klammer auf, Klammer zu. Ja, das hätten wir uns auch sparen können. Else, if. Und das Ganze soll dann Cup enthalten. Ich glaube, die hießen auch Cup. Genau, Cup fin. Geschweifte Klammer.
Und dann sagen wir Print Child Name und es ist eine Tasse. Aktualisieren lassen. Und auf Play. Dann sollte er uns jetzt bei den Stühlen und Tassen Ansagen machen. Genau. Einwandfrei identifiziert. Das ist sehr schön. Jetzt soll aber noch mehr passieren. Das hier kommt mal weg. Jetzt haben wir uns hier ein bisschen Platz. Und ich möchte eine zusätzliche Bedingung hier abfragen. Wir wissen also schon, es handelt sich um einen Stuhl. Nur dann macht er hier weiter. Und ich baue es, glaube ich, noch ein bisschen einfacher auf, damit es verständlicher wird. Int Zufallszahl gleich random.range 0 bis 101. Ich mache das nochmal weg, nur damit ihr das sehen könnt. Print Zufallszahl und das Semikolon danach nicht vergessen. Wenn es sich um einen Stuhl handelt, wird er also jetzt eine Zufallszahl berechnen zwischen 0 und 101. Habe ich gemacht, damit wirklich eine Ganzzahl von 100 auch rauskommen kann. Ansonsten ist es nur die Range von 0, weiß ich nicht was, bis 99,99 so in der Richtung. Dann würde 100 nicht rauskommen können, deswegen von 0 bis 100 als Ganzzahl kann so passieren. Und im Falle eines Stuhls wird er uns jetzt eine solche Zufallszahl rauswerfen. Das testen wir gerade mal. Mal warten, bis er aktualisiert. Und dann dürften hier entsprechend der Stuhlmenge, also vier Zufallszahlen erscheinen. 54, 55, 78, 36. Genau, und mit der Zufallszahl wollen wir etwas machen. Die wollen wir nicht mehr ausgeben, sondern if Zufallszahl größer, Chair Zufall hatten wir oben ja festgelegt, Chair Zufall, dann soll etwas passieren. Wir haben gerade gesehen, er hat zum Beispiel die Zufallszahl 55 berechnet. Zufallszahl 55 größer gleich Chair Zufall. Nein, ist nicht der Fall. Dann würde hier auch nichts passieren, weil er macht das hier in der If-Bedingung ja nur, wenn die Zufallszahl größer ist als Chair Zufall. Denn was bedeutet Chair Zufall? Chair Zufall bedeutet 75%ige Chance, dass der Stuhl da stehen bleibt. Das heißt, in 25%, das ist der Rest von 75 bis 100, 25% Chance, dass der Stuhl gelöscht wird. Also, wenn die Zufallszahl größer als Chair-Zufall ist, dann sagen wir ihm, destroy mal den Stuhl, also lösch mal den Stuhl aus der Szene raus. Child.GameObject. Auch hier wieder auf Groß- und Kleinschreibung achten. Wenn ich jetzt GameObject so geschrieben hätte, funktioniert es nicht mehr. Man muss es hier an der Stelle kleinschreiben. Merkt es euch einfach. Ich speichere das einmal ab. Und das sollte jetzt soweit schon funktionieren. Wir haben jetzt eine 75%ige Chance, dass die Stühle stehen bleiben. Wir warten, bis er aktualisiert hat. Und einmal auf Play. Und ihr seht schon, zwei Stühle hat er gelöscht. Gehen wieder rein. Und nochmal von vorne. Jetzt ist einer gelöscht worden. Das ist also der Nachweis, dass es funktioniert. Wir setzen die Chance, dass überhaupt ein Stuhl da steht, mal auf 40%, also wesentlich weniger. Und gleich machen wir das auch noch für die Kaffeetassen mit. Können wir eigentlich direkt machen. Nehmen wir uns einfach den Teil vom Skript hier nochmal mit und packen das zu den Tassen. Hier unten machen wir dann aber Cup-Zufall rein. Ansonsten ist die Vorgehensweise genau dieselbe. Ich weiß, man kann das entsprechend kürzen, das Skript, und das alles hier in die Abfrage beispielsweise schon mit reinpacken. Aber ich will es jetzt einfach halten, deswegen lasse ich das so, damit man es einfach gut auseinanderhalten kann, verstehen kann und nicht noch unheimlich verschachtelt. So, ihr seht schon, die Chance ist jetzt wesentlich größer, dass die Stühle weg sind. Und auch die Tassen verschwinden teilweise. Jetzt werden wir unsere Kantine hier mit ein wenig Leben füllen. Unseren Tisch, den wir hier schon stehen hatten, der enthält zwar das Skript, den lösche ich jetzt auch nochmal. Wir gehen in unsere Vorlage, die war im Resources-Ordner, und öffnen nochmal unser Prefab, was wir daraus gemacht hatten. Hier ist jetzt die Komponente natürlich noch nicht drin. Das Skript hatten wir abgelegt, Tischzufall, einfach hier einmal rüberschmeißen. Und dann gehen wir wieder in die Hauptszene. Und dann können wir unser Prefab schon verwenden, um in der Kantine hier ein paar Tische mehr aufzustellen. Steuerung C, Steuerung V nehme ich jetzt einfach wieder. Und nochmal drei Stück, damit das ein bisschen realistischer ist. Ein bisschen Wege müssen dazwischen ja auch frei bleiben. Und dann kopiere ich das einmal in diese Richtung. Und noch einmal. Und jetzt sollte das schon funktionieren. Ich gehe mal auf Play.
Und dann sieht man, so sieht es dann hinterher aus. Immer noch sehr gerade, weil die Tassen alle sehr gleich ausgerichtet sind. Aber es sieht schon besser aus, als wenn jeder Tisch gleich aussehen würde. Als nächstes kümmern wir uns jetzt darum, dass beispielsweise die Tassen und Stühle ein wenig rotiert werden in die entsprechenden Richtungen. Man könnte natürlich auch noch die Position verändern, nach vorne und hinten schieben. All das habe ich bei meinem anderen Skript noch ergänzt, was ich in meinem echten Spiel verwende. Wir fangen hier auch erstmal klein an. In den Skripten kann man sich auch immer optisch ganz gut abgrenzen, damit man zum Beispiel sieht, wo fängt denn das Skript vom Stuhl an. Aber von hier mit dem Ganzen endet es wiederum hier. Das ist also Ende Stuhl. Und hier startet ja das Ganze dann für die Tasse, also Start Tasse. Und hier unten ist der Teil für die Tasse beendet. So sieht man dann, finde ich zumindest, wesentlich besser, wo man sich hier gerade befindet. Das hier ist das ganze Teil mit dem Löschen. Und wenn er nicht gelöscht wird, wissen wir jetzt, bleibt der Stuhl da. Also können wir hier ein Else machen. In dem Fall, dass der Stuhl da bleibt, soll ja entsprechend was anderes passieren. Und wir wollen den Stuhl dann leicht verrücken. Dafür machen wir jetzt auch erstmal wieder eine Zufallszahl. Wir benutzen eine Float, weil die können wir dann gut auf die vorhandenen Positionswerte draufrechnen. Float, X-Zusatz auf der X-Achse werden wir den mal ein bisschen rücken. X-Zusatz gleich wieder random Punkt Range. Und die Range machen wir zwischen 0 und 0, 0,25. Zwischen 0 und 0,25. Das ist der Wert, den wir da drauf rechnen wollen. Für die Z-Achse können wir das eigentlich gleich auch machen. Einfach nur mal testweise, was dabei rauskommt. Und dann müssen wir das jetzt oben auf die bereits vorhandenen Positionswerte draufrechnen, und zwar auf die lokale Position. Also child.local, wieder klein, position, das P groß, Position. Ja, plus gleich. Wir wollen ja jetzt etwas darauf rechnen. Und jetzt legen wir einen new Vektor 3 an. Und in dem Vektor 3 ist ja auch immer x, y und z. Also so, x, y, z. Ja, den belassen wir so, wie er ist. Und hier wollen wir den x-Zusatz draufrechnen. Und hier den z-Zusatz. Schauen wir mal, was sich daraus jetzt ergibt. Semikolon noch dahinter. Also wenn der Stuhl nicht gelöscht wird, wird das jetzt ausgeführt. Und die Stühle sollten jetzt ein wenig verrückt werden. Ist schon ein Fehler drin. Unity Random Range has some invalid arguments. Welche sind es denn? Ich glaube, wir müssen ihm auch sagen, dass es eine Float sein soll. Sonst funktioniert das zumindest mit dem 0,25 hier wahrscheinlich wieder nicht. Mal gucken, ob er das jetzt nimmt. Einmal nachdenken lassen. Wir gehen auf die Konsole, hier auf Play. Genau, das war es jetzt auch schon. Ah, und wie ihr sehen könnt, werden die Stühle ein bisschen verrückt. Und da sieht man auch schon, dass das Ganze nicht immer funktioniert. Zumindest nicht so, wie man sich das vorstellt. Die dürfen nicht zu weit nach vorne rücken. Aber in die Richtung dürfen sie ja schon. Zumindest wenn sie auf der Seite stehen. Das wird dann auch wieder haarig. Eigentlich muss man dem Stuhl sagen, du darfst immer nur rückwärts rücken. Dafür könnten wir das Skript noch eine Stufe komplizierter machen, damit er auch immer nur diesen Wert für den Rückwärtsgang sozusagen einlegt. Eine Idee habe ich schon, wenn man sich mal die Position, die lokale Position von den Stühlen anschaut. Der hier zum Beispiel, der hat einen X-Wert von minus 0,4. Der hier hat minus 0,4. Die sind also im negativen Bereich. Auf der anderen Tischseite dürften die sich im positiven Bereich befinden. Genau, 0,52, das ist ja die lokale Position relativ zum ja, Tisch hier oben, zu dem Objekt. Und der hier ist auch im positiven Bereich. Können wir also sagen, immer wenn die Zahl im negativen Bereich ist, darf der ja, Wert nicht in die Richtung gehen. Mal gucken. Wir haben das hier drauf gerechnet. Dieser X-Zusatzwert ist das ja an der Stelle, der das verursacht.
Und jetzt sagen wir einfach if child local position Punkt x kleiner 0. Das müssen wir aber hier unten hinschieben, weil hier haben wir ja den Wert schon berechnet. Wenn der Stuhl also vor dem Tisch steht, von unserer Perspektive aus, also von hier aus vor dem Tisch, dann soll dieser Wert mal gleich minus 1 genommen werden. Müsste eigentlich so funktionieren. Also die Aussage ist jetzt, wenn der Stuhl vor dem Tisch steht, also child local position x kleiner 0, dann soll der Wert x Zusatz mal minus 1 genommen werden, also in den negativen Bereich. Das Ergebnis ist dann wahrscheinlich, dass der Stuhl nicht mehr in diese Richtung gepusht wird, sondern in diese Richtung hier. Mal gucken, ob wir das bestätigen können. Ob noch irgendwo ein Stuhl jetzt im Tisch drin steckt. Nö, sieht eigentlich nicht so aus. Ich führe das nochmal aus. Kann ja auch Zufall gewesen sein. Und jetzt werden die Stühle nach hinten geschoben. Genau, so funktioniert es. Keiner ist mehr im Tisch drin. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine kleine Rotation da einbauen. Wir wollen als erstes die Stühle um eine gewisse Gradzahl rotieren lassen. Aber wir machen das Skript noch ein bisschen sauber. Diesen 0,20 Wert, den können wir jetzt allgemein auch mal festlegen in Posi Push, nenne ich das mal. Und dann können wir das oben auch als Variable steuern. Das ist dann eine Float. Float Posi Push gleich 0,20 war das ja am Ende, was wir da hatten. F dahinter nicht vergessen, gerade gelernt. Und jetzt wollen wir noch eine Rotation. Die machen wir als int. Das sollte ausreichen. Int Rota nennen wir die. Keine Ahnung, um 30 Grad werden wir die Sachen im Maximum rotieren lassen. Int Rota 30. Was machen wir mit Rota jetzt? Wir wollen hier unten wieder, nachdem wir das mit der Position fertig haben, eine Zufallszahl berechnen. Und Rota liegt oben fest, wie weit das Ganze passieren darf. Ja, legen wir hier eine neue Variable an, int rotata nennen wir die jetzt gleich random.range. Von wo bis wo geht das Ganze? Von 0 bis rota, also von 0 bis 30 Grad soll das Ganze gedreht werden. Und jetzt müssen wir nur diese Zufallszahl rotata passend übernehmen, dass die auch auf das child hier übertragen wird, also child. Transform.Euler Angels, hier wieder Groß- und Kleinschreibung beachten, gleich New Vektor 3, Klammer auf. Und wir wollen ja den vorhandenen Winkel mit berücksichtigen. Deswegen sage ich jetzt hier Child.Transform.Euler Angels.x. Der soll also so bleiben. X, Y, Z. Und den Y-Wert wollen wir jetzt plus Rotata nehmen. Also wird die entsprechend auf der Y-Achse ein Stück weit rotiert. Oder nicht die, ist ja nicht die Tasse, der Stuhl ist es. Probieren wir erstmal aus, ob das so läuft. Hier hat er schon gesagt, ein Semikolon hätte er erwartet. Das geben wir ihm natürlich gerne noch. Wahrscheinlich war dieses hier gemeint. Noch einmal rüber. Was sagt uns die Konsole? Keine Fehler. Einmal auf Play. Und jetzt sollten die Stühle auch rotiert werden. Ja, man sieht es auch so schon. Da muss man gar kein Rotationsexperte sein, um festzustellen, dass die Stühle auch rotiert werden. Und so sieht das schon richtig schön wuselig aus. Die Leute sind einfach rausgerannt. Sind zwar jetzt keine umgekippten Stühle oder so, aber das bringt schon mehr, als wenn das einfach so aussehen würde. Das machen wir jetzt noch mit den Tassen. Übernehmen wir einfach den ganzen Kram von hier bis hier. Und einmal da rein. Jetzt sollten auch die Tassen schön rotiert werden. So, Skript wurde übernommen. Play und die Tassen. Ach ja, okay. Jetzt sieht man schon, die Tische werden auch mit rotiert, weil den schließen wir da offensichtlich nicht aus. Müssen wir uns jetzt gleich mal angucken. Der soll ja nicht mit rotiert werden. Warum wird der Tisch jetzt rotiert?
habe ich das an eine falsche Stelle geschoben. Wenn es sich um eine Tasse handelt, ach ja, natürlich, ich habe das ganze Else hier falsch aufgehangen vorhin. So kann es passieren, es hat trotzdem funktioniert. Wenn es sich um eine Tasse handelt, dann wird die entweder gelöscht oder nicht. Ansonsten wird das Verschiebeding hier gemacht. Und deshalb war die Tasse auch so halb vom Tisch runter, weil der Tisch verschoben wurde. Das darf natürlich nicht hier hin, das sollte hier hin. Und dann müsste es auch wieder funktionieren. Der Tisch wird jetzt nicht mehr verschoben. So schnell kann man sich verprogrammieren und merkt es nicht mal. Zumindest nicht so früh. Zum Glück haben wir es noch vor dem Release gemerkt. Mal gucken. Ja, hier ist es jetzt schon grenzwertig, wie weit die Tassen da verschoben werden. Das kann man natürlich auch noch weiter eingrenzen. Wir haben es ja hier oben jetzt Posi-Push für alles festgelegt. Jetzt machen wir mal daraus passend für Chair und für Cups. Also für Tassen machen wir das mal separat. Für Tassen machen wir da maximal 0,1. So, Posi-Push. Das war für Chair und jetzt für Cup. So, jetzt sollte das wahrscheinlich auch wieder passen. Sehr schön. Das sieht eigentlich gut aus. So kann man mit dem Ergebnis, denke ich, leben. Gehen nochmal rein. Und ja, man kann das beliebig erweitern um zusätzliche Objekte. Man kann natürlich auch das Material vom Tisch austauschen lassen, dass der unterschiedlich dreckig ist beispielsweise. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, das war jetzt noch relativ einfach, sowas zu erzeugen. Das Skript war jetzt nicht besonders lang oder kompliziert. So ähnlich ist es auch hier in meinem Spiel aufgebaut. Man sieht schon ähnliche Effekte, die da entstehen mit den Stühlen, Tassen. Hier sind nur Blumentöpfe und Tablets noch mit drauf, bei denen ich zusätzlich das Material wechseln lasse per Zufall. Alles in allem dann ein sehr dynamisches Gesamtbild, was sich nicht ständig wiederholt, was man bei solchen zufallsgenerierten Spielen dann ja ständig hätte. Auch wenn das Spiel nicht zufallsgeneriert ist, kann man das Spiel um solche Sachen anreichern, dass Kisten nicht genau gleich stehen jedes Mal. Die hier werden natürlich auch alle rotiert und ein bisschen auf den Grundplatten verschoben in gewisse Richtungen, damit man hier ein bisschen Abwechslung dabei hat. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Ausprobieren, hoffe, ihr konntet was damit anfangen und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video. Flawless Victory.